machen eigentlich deine Kartoffeln? Oh. Oh, es ist heiß. War im Ofen. Könnte daran liegen. War im Ofen. Oder im Grill. Heute klären wir die Frage, ob man ein klassisches Küchengericht auch grillen kann. Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Und um diese Frage zu klären, habe ich mir Expertise eingeladen. Es ist mal wieder soweit. Trommelwirbel. Carsten ist am Start. Ja, hallo. Freude. Long time no see. Yeah, you are me perhaps a Henry. Yes, du bist mir vielleicht ein Johannes. Ja. So, genug der Internationalität. Wir kommen zur deutschen Küche, zum Urgestein der deutschen Küche, zum, wie heißt das? Dem regionalen deutschen Gericht. 93% aller Deutschen wissen, was das ist. Richtig. Nämlich den Königsberger Klops. Königsberger Klopse, da scheiden sich ja die Geister. Welches Fleisch nehme ich eigentlich? Es geistert durchs Internet alles und ich glaube, es schmeckt auch alles. Mhm. Ich habe heute Kalbfleisch mitgebracht und ich bin auch heute bei der Fraktion pur, also rein Kalbfleisch. Dazu haben wir in Milch eingeweichte Brötchen, mhm. Eier, Zwiebeln. Ich mache gerne ein bisschen Speck, also doch nicht das so. Das sind jetzt alles die Zutaten, die in die Klöße kommen. Genau, richtig? Das sind die Zutaten, die in die Klöße kommen. Und was die Königsberger Klopse so besonders macht, das ist diese kleine Zutat, nämlich... Lecker. Sardellenfilet. Mm, Julian steht ja total auf Sardellen, an der Stelle sagen. Deswegen ist er ja auch heute nicht da. Er bestellt sich die auch frittiert sehr gerne. Ich nehme auch immer hier diese in Chiliöl eingelegten, okay. Und die haben nochmal so ein bisschen Bums. Genau. Ja. Die Zwiebeln und den Speck brate ich vorher an. Ich mag das nicht, wenn man so Frikadellen und Klopse so rohe Zwiebeln reinmacht. Ich bin immer dafür, die vorher ein bisschen anzuschwitzen, aber das könnt auch ihr machen, wie ihr möchtet. Nimmst du mal deinen Riesenpott da? Ja, genau. Ich koche da nebenbei schon Kartoffeln, nur falls sich jemand fragt, was da passiert. Aber ich stelle den so lange auf den Grill, ja? Sind das die Handschuhe, mit denen du gleich die Klöße mixt? Richtig, so in der Art. Nee, das sind die Handschuhe, damit ich mir nicht wieder die Pfoten verbrenne. Ach so. So, alles fix und fertig angeschwitzt. Fantastisch. Richtig schön braun. Jo, sieht hervorragend aus. Lass mal einen kleinen Augenblick abkühlen. Ich schwenke das hier nochmal. Ich mache das nämlich so ganz gerne. Ich kann das nämlich gut. Das ist das Einzige, was ich kann. Ich schwenke einfach ein bisschen. Kartoffeln hier rüber. Ja, die kochen auf jeden Fall. Machst du gut. So, in unsere Hackmasse kommen jetzt... Sardellen? Achso, Eier. Zwei Eier. Alter. Eins... Wahnsinn, das konnte ich auch mal mit einer Hand. Guck mal, das geht. Jahrelang im chinesischen... Nö, herzlichen Dank auch, das Ei. Ich wollte das Ei gerne auf meinen Schuhen haben. Hab ich mir auch gedacht. Ja. Kleiner Löffel Senf. Ich mag gerne diesen groben Dijon-Senf. Ja. Bin ich ein großer Fan von. Zack. Zackidi-zack. Sardelle. Sardellen. Komplett einfach rein, genau. Auch ein bisschen klein gehackt, ne? So, und jetzt kommt Speck und Zwiebeln. So vielleicht, oder? Ach, viel hilft viel. Vorratsdatum. Immer rein. Ich habe hier die Brötchen ein bisschen in Milch eingeweicht, also ein Brötchen von gestern. Ich hätte gerne frische Brötchen. Wir müssen morgen wieder kommen. Ja. Wer kennt ihn nicht, den alten Gag. So, alles da drin, ordentlich durchmengen. Habe ich dir schon gesagt, dass wir das noch mit Salz und Pfeffer würzen müssen. Und du hattest vorhin gesagt, du hast einen super Pfeffer. Ja, jetzt kann ich das nicht machen, aber ich habe einen Mörser bereit bestellt. Das mache ich einfach. Wir nutzen nämlich die neuen Pfeffersymphonie von Ankergraut. Da haben wir nämlich 9 verschiedene Pfeffer drin und haben richtig schönen Geschmack drin. Die ist allerdings verhältnismäßig grob und du hast gesagt, der muss schon feiner sein. Deswegen ja, guck mal, können wir wenn die du das da reinmachst, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Ja. Wenn du da drauf beißt. Ja. Hoppla, sorry. Also ein bisschen mörsern. Wer Ankergraut mal bestellen will, wir haben Sachen bei uns im Shop, aber in der Infobox auch einen Code parat. Ich sag mal, der lohnt sich immer. Das genaue Rezept im Übrigen werdet ihr bei uns auf dem Blog finden. Rin. So. Ich mache jetzt hier so Klopse. Und es gibt ja so die spezifische Königsberger Klopsegröße und die beläuft sich auf 43,7 Gramm. Das ist ein internationales Klopsmaß. Das, ja. Okay. Das weißt du vielleicht nicht. Nee. Ich vermute, du erzählst gerade einen Gag. Na, ja. Ne. So, soll ich mal ein bisschen Trendspray hier auf den Grill spielen? Ah ja, genau, ihr habt ja sowas Cooles. Ne? Genau. Das ist da, dann wird der Grill nämlich so richtig funktional, dass man da eben auch Klopse drauf machen kann. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Normalerweise kochst du die da ja, in einer Brühe oder ne? Und aus dieser Brühe machst du dann die Soße. Ich habe heute einfach eine Rinderbrühe mitgebracht
und wir grillen die Klopse. Denn wenn ich die in Wasser oder in Brühe gare, habe ich den Geschmack in der Brühe drin. Und wenn ich es auf dem Grill mache, dann bleibt der Geschmack im Klops. Und wir haben Röstaromen. Und wir haben ein bisschen Röstaromen. Und das verstärken wir nachher noch, denn jeder weiß, in den Königsberger Klopsen oder in der Soße sind normalerweise Kapern. Richtig. Und wir frittieren die Kapern richtig knusprig und streuen die hinterher rüber. Und es gibt dann nochmal so ein bisschen, neudeutsch sagt man ja, Crunch. Das ist ja noch so ein bisschen Crunch, ne? Das ist dann so wie bei The Taste. Die beiden, also die Fläche habe ich eingesprüht. Hier bei den roten Drehreglern sind die Brenner. Davon habe ich keine Ahnung, du bist hier der Grill. Genau, bei den roten Griller. Drehreglern ist Hitze. Das heißt, da wo du sie jetzt hinlegst, ist heiß. Ja. Ja, grillen wir einfach rundherum, ein bisschen drehen, bis sie fertig sind, ne? Genau. Also, was sagst du, 8 Minuten oder so? Ja, also... Wobei die ja in der Soße nachher wahrscheinlich auch nochmal weiter. Ich würde die gar nicht in die Soße reinlegen. Ich dachte, wir machen die Soße einfach separat und dann oben nur so ein bisschen dran gegossen. Ja, kann man so machen. Und dann machen wir nämlich gleich eine Mehlschwitze aus Butter und ein bisschen Mehl. Das Ganze löschen wir ab mit einem Fleischfond. Ist egal, was ihr nehmen könnt. Ein Kalbsfond oder auch ein Geflügelfond oder auch Gemüsefond. Was immer ihr da habt. Die Kapern, guck mal, richtig schön knusprig. Guckt euch das an. Muss ich mal eine klauen und probieren? Nur mal. Und die mache ich jetzt hier auf so ein Küchentuch. Alter, der ist wirklich richtig kross. Mmh. Gut, ne? Und ganz zart und schmilzt. Schmecken ganz anders als normal. Und derweil habe ich hier ein bisschen, derweil ist ein schönes, aussterbendes Wort. Sehr, sehr schönes Wort, ja. Habe ich hier ein bisschen Butter geschmolzen. Und da machen wir einfach ein bisschen Mehl rein. Und machen uns so eine kleine Mehlschwitze, so eine Grundlage. Wie du das machst. Lage. Und wenn ich jetzt eine dunkle Soße haben will, dann lasse ich das Ganze einfach ein bisschen dunkel werden. Ist das so? Für Zungenragout. Einfach die Mehlschwitze? Ja, klar. Ach, krass. Gießen wir es einfach auf. Jetzt schön unterrühren, ne? Ja, das löst sich aber von alleine auf. In der kalten Brühe löst sich das komplett ohne Klümpchen auf. Krass. Zwiebel dazu, die holen wir nachher wieder raus. Mhm. Die Blätter eines Baumes. Genau, ihr wisst Bescheid. Lorbeerblätter 2 Stück. Was mit der Zitrone? Die machen wir gleich rein. Okay. So, ne, das ist so ein Geschmack, der verflüchtet sich auch schnell. Mhm. Deswegen machen wir den am Ende rein. Ganz wichtig für so eine Soße, Königsberger Klops. Piment. Man könnte jetzt auch ganze Pimentkörner nehmen. Warum ist das so wichtig? Ist Piment das ist so das der Geschmack irgendwie. Königsberg übrigens, Königsberg. Heutzutage Kaliningrad. Genau. Und Königsberg ist die Stadt mit dem höchsten Anteil an Kopfsteinpflaster in ganz Europa. Mein Reden. Ich weiß 91% nicht, ob das... der Deutschen wissen das. Was? Mit den Kopfsteinpflastern jetzt. Ach so. Übrigens, ich möchte mal ein ehrliches Feedback in den Kommentaren. Wer kannte Königsberger Klopse? Wahrscheinlich 93%. Und wer kannte sie nicht? Ich werde es selber händisch aufwerten. Wer waren gucken, die 7 Zuschauer von den 93, die es nicht wussten? Ja. Ah, ich bin sehr gespannt. Prozentrechnung läuft. Ich habe da mal was besorgt, Carsten. Oh, das hast du gut gemacht. Sieb und Topf. Sehr gut. So wie sie es gewünscht haben. Guck mal, das kocht jetzt hier richtig. Das ist immer wichtig. Wenn ihr mit Mehlschwitze arbeitet, immer einmal aufkochen lassen. Das schmeckt sonst wie Sand im Mund. Ja, ja. Wenn ich Bechamelsoße mache, muss man die auch 5, 6, 7 Minuten kochen lassen, genau, damit der Mehlgeschmack verkocht. So. Im Prinzip ist das hier sowas, ne? Ja. Bechamel nimmst du Milch. Hier, das wäre jetzt klassisch eine Velouté. Eine was? Gesundheit. Ja. Tut nicht weh. Das ist einfach eine Mehlschwitze aufgegossen mit einem Fond. Ja, okay. So, einmal durch. Jetzt holen wir die Zwiebeln und das Lorbeerblatt wieder raus. Nicht, dass hier einer über die hygienischen Zustände meckert. So, hierauf. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön. Corby hat es eben schon richtigerweise erkannt. Wenn ich da bin, brauchen wir jeden Topf. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen die komplette Küche. Jeden Zentimeter. Ich stelle das mal ein bisschen kleiner. Du kannst auch den Wokring komplett ausmachen, aber dann ist nur ganz wenig so Warmhaltehitze, sage ich mal. Warmhaltehitze? Was ist das denn? Ja, so wenig Hitze halt. So, ein bisschen Zitrone. Mhm, bisschen Zeste. Von einer Bio-Zitrone. Das ist wichtig, wenn die nämlich behandelt wurden, ist da so eine Wachsschicht außen drauf. Und diesen Wachs wollen wir ungern im Essen haben, ne? Stimmt es eigentlich, Carsten, dass man behandelte Zitronen oder auch Limetten vorher reichlich so mit den Händen irgendwie abreiben kann, um diese Wachsschicht
wegzumachen und dann auch ganz. Ich weiß nicht, ob ich glaube, wenn das reiner Wachs wäre, dann hätten wir alle kein Problem damit. Ja, aber es ist ich ja. Ich glaube, das sind auch so Sachen so gegen Schimmelpilze und. Ja, also so. Wir empfehlen das nicht. Königsberger Klopse-Soße, immer leicht säuerlich. Mhm. Ich mache immer so eine Kombination: Zitronensaft und das Wasser von den Kapern, ne, wo die eingelegt waren. Ja, deswegen steht diese Schale genau. Hier. Freundliche Unterstützung vom Corbinian. Die Königsberger Klopse im Übrigen hier hinten habe ich fertig gegrillt und schon mal zur Seite gelegt, dass die ein bisschen warm bleiben, aber nicht weiter irgendwie trocken werden. Die sehen sehr gut aus. Richtig schöne Röstaromen. Das hast du gut gemacht. So, ich habe jetzt die Sahne mit dem Eigelb verquirlt. Und dann ist es wichtig, dass wir die Soße nicht mehr kochen lassen. Denn dann würde das Ei stocken, hast du Klumpen in der Soße. Soll ich dann die Hitze weniger noch machen? Weil jetzt ja, kannst du richtig. Mach mal runter. Ist der äußere Ring aus, nur noch in der Mitte ein klein bisschen Hitze. So. Jetzt sieht es schon aus wie Königsberger Klopse-Soße. Ich wollte gerade sagen, eine richtig schöne, helle, weißliche Soße. Soll ich die Soße immer mal rühren? Ja, du kannst auch ein bisschen rühren. Okay. Ich mache nämlich den Original Königsberger High-Speed-Gurkensalat. Der klassische. Klassisch den schnellsten Gurkensalat der Welt. Löffelausstecher. Normalerweise musst du die Gurken ja ausweinen lassen, weil so viel Feuchtigkeit drin ist. Wir nehmen diese Feuchtigkeit jetzt einfach raus, indem wir das Kerngehäuse gleich rausmachen und uns gegenseitig damit besudeln. Ja, das, wie ich gerade feststelle. Das mag ich sehr, sehr gern. Hatten wir eigentlich eine Schale dafür? Die kann ich dir gleich geben, ja. Ein paar Zwiebelstreifen. Essig. Noch ein bisschen was fürs Auge. Die Soße riecht übrigens richtig gut, kann ich an der Stelle sagen. Einmal umgerührt. Bisschen Öl drauf. Fertig. Easy going. Gut, ne? Okay. Schnellster Gurkensalat der Welt. Ich bin ja persönlich nicht der größte Königsberger Klopse-Fan. Das heißt, ich würde es mir im Restaurant nie bestellen. Ich mache jetzt hier wieder weniger. Gibt es überhaupt ein Restaurant, wo es Königsberger Klopse gibt? Bestimmt, doch, gibt es. Außer in Königsberg? Ja, ja, doch. In Deutschland. 93% der deutschen Restaurants bieten Königsberger Klopse an. Echt? Ja. Welche 7 nicht? Also ich würde es mir normal nie bestellen, weil ich ja gar kein Kapern-Fan bin. Die Kapern finde ich ganz geil so. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie die original Königsberger Klopse vom Grill schmecken. Et guten voilà. Appetit. Lass mich auch mal. Also die Soße ist sehr lecker. Ich wiederhole mich, ich bin ja kein Königsberger Klopse-Experte und auch gar nicht der größte Fan. Was mich jetzt aber interessiert, wie findet ihr das, dass an diesen Klopsen Röstaromen dran sind? Ich persönlich fand es lecker, oder finde es sehr lecker so. Vielleicht sagt ihr aber auch, geht gar nicht, ein klassisches Rezept so zu verunstalten und auf einmal zu grillen. Bin sehr gespannt, was unsere Community dazu sagt. Was sagst du, Carsten? Bist du zufrieden mit deinen Klopsen? Ich finde es ziemlich gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, eine glatte 11. Ja, ich finde es auch sehr lecker. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder eine kleine Kochsendung hier mit Carsten zusammen. Eine Grill- und Kochsendung. Vielen Dank. Also mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere macht es mal nach und erzählt uns, wie es war. Dein ungarisches Gulasch übrigens wurde schon tausendfach nach. Wurde auch tausendfach zerrissen. Ja, weil es auch eine Interpretation ist. Polarisiert. So ist es. Also, in dem Sinne, haut rein. Ciao.